Beispiel zunächst mal Glückwunsch zum Klassenerhalt. Eine unfassbar wilde Saison, die extrem schwierige Vorzeichen hatte über die gesamte Phase hinweg. Lange Zeit keine Zuschauer, ein Auf und Ab, auch bei Ihnen noch zurückgekämpft in die Relegation. Dann der Rückschlag im Hinspiel. Wie schafft man es als Mannschaft dann in so einer Situation im genau richtigen Moment auf den Punkt, die vielleicht beste Saisonleistung zu liefern? Ja, irgendwie war das, hat sich das durch die Saison gezogen. Immer wenn man im Rücken zur Wand stand, haben wir so Spiele abgeliefert wie heute. Ja, wie man das schafft, man muss einfach dran glauben, man muss zusammenarbeiten, man muss zusammenstehen. Und das haben wir über die Saison gemacht, dass wir zusammengestanden haben als Team. Die Mannschaft war nie irgendwie unterzukriegen und das muss man wirklich komplett hoch anrechnen, dass wir das so durchgezogen haben. Man hatte ja auch heute das Gefühl, von Beginn an, von der ersten Sekunde an, waren sie so auf dem Platz, wie es vielleicht im Hinspiel noch gefehlt hat. Oder war das genau diese Mentalität, die es heute ihnen gebraucht hat? Ich habe nichts verstanden. Nochmal, man hat ja gemerkt von der ersten Sekunde an, dass sie direkt voll da waren als Mannschaft, dass sie die richtige Einstellung an den Tag gebracht haben. War es genau das, was es heute gebraucht hat? Ja. Und dann noch dazu, draußen auch vom Stadion mit Sicherheit, ganz viele Fans auch von Ihrem Verein, die Unterstützung auch von außerhalb ist ja extrem wichtig. Inwiefern können Sie das auch schon realisieren und verarbeiten für die Fans, fürs Umfeld und natürlich auch für die anderen im Verein? Ja, wir wissen ja eh, was der FC für die Stadt Köln bedeutet. Und also gerade die schon länger dabei sind, wenn man sieht, wie Marco jetzt reagiert hat nach dem Spiel. Das ist eine ganz innige Bindung und dann wollten wir was zurückgeben, weil wir die Saison auch die ganze Zeit unten drin waren. Die Fans waren, glaube ich, nicht immer zufrieden mit uns und heute wollten wir das alles irgendwie zurückgeben. Vielen Dank.